Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir die effektive Bekämpfung von Corona besser mit den Freiheitsrechten der Bürger in Einklang bringen können. Corona ist nach wie vor eine Gefahr und muss effektiv bekämpft werden. Das zeigen ja auch die steigenden Infektionszahlen. Deshalb haben die Parlamente, Bundestag und auch die Landesparlamente an die Regierung sehr weitreichende Vollmachten erteilt, die die auch intensiv ausnutzen. Dabei sind viele vernünftige Maßnahmen bei rausgekommen, aber es sind auch sehr viele rechtswidrige Maßnahmen dabei rausgekommen, die tief, viel zu tief in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Denkt an die unsinnige 800 Quadratmeter Regelung bei Möbelhäusern oder denkt an das Verbot, auf einer Parkbank in der frischen Luft in Bayern zu sitzen oder an das rechtswidrige Beherbergungsverbot in den letzten Tagen. Und das hat System. Das liegt daran, dass die Regierungen nicht mehr ausreichend stark genug durch die Parlamente kontrolliert werden. Und das muss sich ändern. Im Parlament werden Grundrechtseingriffe sehr, sehr sorgfältig geprüft. Da sorgt schon der Wettbewerb zwischen Regierung und Opposition für. Die Opposition wird immer sehr genau nachschauen, welche Nachteile mit einer Maßnahme auch verbunden sind. Außerdem können die Bürgerinnen und Bürger, also ihr, die hunderte Abgeordneten als Beschwerdestelle nutzen. Ihr könnt Vorteile, aber auch Nachteile, die ihr bei einer Maßnahme befürchtet und an die die Politiker vielleicht noch gar nicht gedacht haben, vortragen. Und das führt dann insgesamt dazu, dass im Parlament Maßnahmen, die in eure Freiheit eingreifen, immer sorgfältiger geprüft werden, als es die Ministerpräsidenten in ihren Umlaufverfahren tun können. Deshalb wollen wir, dass diese Notstandsvollmachten ein Stück weit zurückgenommen werden. Wir wollen nicht, dass in eure Freiheitsrechte durch Regierungsverordnungen eingegriffen werden kann. Wir wollen, dass das nur noch mit einem ordentlichen Parlamentsgesetz geht, damit wir effektive Abwehr von Corona mit einem effektiven Schutz eurer Freiheitsrechte verbinden können. Das sagen wir, das sagen viele Staatsrechtler und das sagt mittlerweile sogar der Bundestagspräsident. Was denkt ihr, brauchen wir eine stärkere Einbeziehung der Parlamente, damit wir effektive Corona-Abwehr und den effektiven Schutz unserer Freiheit besser miteinander vereinbaren können? Eure Meinung interessiert uns, also schreibt sie uns bitte in die Kommentare unter diesem Video. Und wenn euch das Video interessiert hat, schaut euch doch einfach andere Folgen meines Espresso an und folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und Twitter.